Hallihallo bei Freileben mit Pascal und Dean. Tja, heute haben wir wieder was ganz Besonderes. Wir gehen mal auf Bewohnercheck. Es sind natürlich ein paar Bewohner zurückgekommen. Der Seba ist da und ihr wisst es, das ist eine Bausau. Da gehen wir mal gucken, was er so macht. Da wünsche ich euch viel Spaß und dann checken wir mal ab. So, jetzt sind wir hier hinten im Sanitärbereich. Wie schon gesagt habe, wer ist da? Ihr, sag hallo. Moin, der Seba hier. Grüß euch. Nach langer Zeit wieder hier auf der Insel. Mal wieder versuchen, die Sonne zu haschen. Die Sonne lässt aber ein bisschen auf sich warten. Aber egal. Wir machen unsere Projekte trotzdem weiter. Wie der Pascal schon gesagt hat, wir sind im sanitären Bereich. Ja. Wir bauen uns eine Toilette, weil zu einem Haus gehört auch eine Toilette. Wir haben das Bad ja schon, habt ihr schon gesehen beim letzten Mal. Haben wir noch ein bisschen erweitert, können wir auch später, glaube ich, noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt erstmal zu unserem Shitpit. Genau. Mal rein. Genau, das haben wir ja gesehen. Der Shitpit wie in Beneficio und in anderen Sachen. Und da seht ihr jetzt mal, wie das hier aussieht. Da ist er also reingestiegen in seinem Scheißbereich. Ja, also wir haben ja angefangen, haben einfach ein Loch gegraben, ne? Also es war ja so klein am Anfang, wir haben gedacht, okay, das reicht so. Dann waren wir so tief, bis wir auf diesen Stein hier gekommen sind. Wie ihr seht, ist er nicht mehr in der Erde, er ist draußen, er ist ja ein Riesenapparat. Dann haben wir auch gesehen, warum dieser Riesenapparat da drin ist, wenn ihr mir mal folgen wollt. Befindet sich hier unten drin eine alte Wasserleitung, die hier komplett lang geht. Und man sieht, man kann es einfach jetzt leicht rausnehmen. Ist natürlich eine Blockade für unseren Klo, weil da kann man nicht drauf scheißen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ihr wisst ja, worum es geht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen hier weiter. Das heißt, wir gehen hier noch so ein bisschen weiter raus, weil hier ist sehr gute Erde, da kommen wir tief. Das heißt, ich bin jetzt schon gut bis zur Hüfte. Mit diesem Messer haben wir uns vorangegraben. Natürlich haben wir unseren Kupferbecher hier noch und unser Kupferdeckel. Also Rambo-Style. Messer. Das nehmen wir auch manchmal ein bisschen, um jetzt die Wände gerade zu machen. Aber zum Rausnehmen ist halt nicht gerade praktisch. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Erde gesammelt. Um dann jedes Mal, wenn man sein Geschäft macht, wo haben wir denn unsere? Hier. Das ist unser Shitpit-Schaufel. Einfach so. Genau. So geht das. Also ihr habt schon die ersten Probleme gesehen. Man denkt immer, Shitpit ist so einfach zum Graben, aber wenn man anfängt, es kommen Probleme automatisch. Wie hier dein Monsterstein. Aber der ist praktisch. Mal schauen, was wir damit machen. Also man kann perfekt Fingerskateboard drauf fahren. Man kann es aber auch als Waschbecken nehmen. Die andere Seite ist auch. Ja, das ist krass. Amy, ihr habt ja nicht nur ein Projekt, ihr habt ja Monsterprojekte, ganz viele. Deshalb werde ich euch ja den ganzen Tag, die Tage ein bisschen begleiten und auf den Nerv gehen. Und euer Produkt des Schaffens dokumentieren, das ist schon Wahnsinn, ja, was ihr da macht. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir mal gucken. Wir haben natürlich die ganze Erde direkt benutzt, um damit so ein Art Beet zu bauen. Hier hinten werde ich in der Selbstzüchtung Kanya züchten, damit wir nicht immer runterlaufen müssen. Nee, eigentlich möchte ich die so ein bisschen als Statue haben, wo man da ein bisschen was reinschnitzen kann, damit man ein bisschen verewigt drin ist. So ein bisschen mystisch. Ja, das ist noch das Niemandsland. Da verbirgt sich aber auch was Schönes dahinter. Wenn man es sieht, dieser Stein, der sieht aus wie ein Totenkopf, wie von einem Drachen, würde ich sagen. Mit dem macht stimmt, hat was. Ja. Stimmt. Ja, krass. Also in jeder Ecke gibt es was zu entdecken. Ja, wie man sieht, haben wir jetzt einen leichten Garten hier so angelegt. Das ist ja hier das Bad, das kennt ihr ja schon. Wir haben jetzt neu abgegradet unseren Duschbeutel. Mit dem kann man jetzt fancy duschen hier. Noch zu erzählen.
Ja. Folgt mir einfach. So, wir waren ja da hinten im Sanitärbereich und jetzt hab ich noch was entdeckt. Zwei Sachen. Eins ist dieser sensationelle aus 100% Natural. Natural, sieh. Abfalleimer. Abfalleimer, jetzt ist Abfalleimer, genau. Jetzt ist Abfall. Also es war eine. Aus was hast du das gemacht? Weil die meisten werden es nicht erkennen. Witzigerweise ist Aloe Vera. Aloe Vera, dieser Stamm, der rauswächst, also den da. Agave, genau. Also der war richtig, richtig alt, muss er gewesen sein. Weil das andere Stück ist noch da auf der anderen Seite, da ist der Müllbeutel drin. Aber hat das gleiche Maß. Ja, und der war voll mit Wurzeln. Die habe ich abgeschnitten und hatte die in der Hand und habe mir direkt gedacht, so okay, perfekter Besen. So, und ja, jetzt haben wir einen kleinen Hexenbesen. Für die großen Steine kann man wegmachen, da kann man besser barfuß laufen und ja, hat auf jeden Fall was. Also ihr seht, das ist Wahnsinn, die machen aus allem hier irgendetwas. Ich habe mich sogar verzählt, drei Sachen, weil hier sind wir noch am nächstgrößeren Projekt. Mal gucken, ich werde das jetzt hier rübernehmen. Das wird was? Ah, die Tischplatte. Leute, er macht einen Tisch, Bambustisch, und so wie ich denke, das werden die Tischbeine. Genau, das sind die Tischbeine, also drei davon, einer davon ist ein Stuhl. Genau. Also wir haben vorgestellt vier Tischbeine, die aber mächtig sind. Also ich bin jetzt zu zweit. Genau. Das, jetzt ist er nämlich auch schon im Bild. Hi. Das ist der Leon. Der Leon ist meine bessere Hälfte. Ja, ist mein Sohn. Genau, wir machen so einen kleinen Ausflug, habe ich jetzt mit der hergenommen. Wir bleiben wieder einen Monat, bauen hier weiter. Dann wird wieder durchgehasselt bis Januar und dann komme ich für 3 Monate und dann. Eben, du bist ja der temporäre Bewohner hier. Ja. Das ist voll cool. Also, das geht auch, temporärer Bewohner, Festbewohner. Mein Gott, alle Lebensmodelle sind erlaubt, ne? Und das ist Wahnsinn. Also das ist super, super geil. Also das wird der Hammer. Das wird der Hammer, weil da verbirgt sich noch mehr dahinter. Aber ja, dazu später mehr nach der Werbung. Wir haben ja gesehen, das mit dem Bambustisch, der ist sogar gleich fertig, den zeigen wir dann auch noch. Jetzt kommen die massiven Steinbrocken ran, wo wir vorher schon betont haben. Und da können wir ein bisschen zugucken, wie das so aussieht. Ne? Diesmal kann ich die ruhige Kugel schieben und die dürfen die Steinblöcke schieben. Jetzt wart ihr dabei bei dem Tischbau. Der sieht ja mal wohl schnuckihaft aus. Ja, wir sind ja noch nicht am Ende. Das ist erstmal der Ende vom Part 1, ne? Weil hier sehen wir noch die
faltbare Riesenmonster-Solaranlage. Und was dahinter steckt, was für Daten und überhaupt, das sehen wir dann im zweiten Teil, weil sonst wird das echt ein bisschen lang. So, ihr seht es, die machen jetzt erstmal beiden den Tisch ein und würde mal sagen, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, frei leben mit Pascal und Dieter.